Hi, gestern haben wir uns mit Queries, Mutations und Subscriptions in GraphQL beschäftigt und heute kommen wir zum Thema Resolver. Wir haben ja prinzipiell schon gesagt, wir haben in GraphQL ein Schema, was in der GraphQL Schema Definition Language, kurz der SDL, definiert wurde und das liegt auf dem Server und es kommen eben GraphQL Requests vom Client. Das können eben Queries, Mutations oder Subscriptions sein. Der Server hat jetzt drei Aufgaben, denn zunächst mal muss er einen solchen eingehenden Request parsen, das heißt, er muss ihn sozusagen auseinandernehmen. Dann muss er ihn verarbeiten, also sprich die entsprechenden Daten holen, die angefragt werden und schlussendlich diese Daten aggregiert wieder an den Client zurückschicken. Und diese drei Aufgaben, parsen, verarbeiten, beantworten, diese drei Dinge, da muss man sich jetzt die Frage stellen, wie funktioniert das Ganze denn? Und da muss man zunächst mal die technischen Aspekte und die fachlichen Aspekte unterscheiden. Die technischen Aspekte an der Stelle sind das Parsen einer GraphQL-Query, weil das funktioniert immer auf die gleiche Art und Weise, völlig egal, um welches Schema oder um welche Fachdomäne es an der Stelle geht. Und auch das Beantworten einer solchen GraphQL-Anfrage läuft immer auf die gleiche Art und Weise, denn genau das ist ja im Protokoll entsprechend vorgegeben. Das heißt, sowohl für das Parsen als auch für das eigentliche Beantworten einer GraphQL-Anfrage gibt es fertige Module. Und diese fertigen Module, die gibt es eben für zahlreiche Sprachen, für zahlreiche Plattformen, für alle möglichen Technologien. In der JavaScript-Welt ist das beispielsweise das Modul GraphQL.js. Da steckt sozusagen der Kern, sozusagen das Herz von GraphQL drin. Die fachliche Seite, das ist dann die eigentliche Frage, woher kommen denn die Daten? Also woher, aus welchen Datenquellen sollen die ausgelesen werden und wie werden die entsprechend zusammengestellt und wie werden sie aggregiert? Und genau das ist das, was sich eben nicht generalisieren und standardisieren lässt, weil das ja von der jeweiligen Anwendung abhängt. Deswegen ist hier auch der fachliche Bezug gegeben. Und das läuft in GraphQL über sogenannte Resolver. Ein Resolver ist dabei nichts anderes als eine Funktion, die auf dem Server ausgeführt wird, sozusagen als Reaktion auf eine eingehende GraphQL-Anfrage. Und ein solcher Resolver, also eine solche Funktion, wird für jedes einzelne Feld einer Query ausgeführt. Das heißt, prinzipiell heißt das zunächst mal, wenn ich also beispielsweise die Stammdaten einer Anwenderin oder eines Anwenders laden möchte und ich frage nach dem Vornamen und dem Nachnamen, dann werden drei Resolver ausgeführt, nämlich der erste Resolver für die Person, beispielsweise die Kundin oder den Kunden an sich, der zweite Resolver für den Vornamen, der dritte Resolver für den Nachnamen. Die Aufgabe eines Resolvers ist es dann, die Daten zu besorgen, die sozusagen für das jeweilige Feld in der Antwort enthalten sein sollen. Und dieses Datenbesorgen, das kann natürlich auf eine x-beliebige Datenquelle zugreifen. Das kann sein, dass ein Resolver seine Daten aus einer Datenbank lädt. Es kann sein, dass er dazu auf eine API zugreift. Das Ganze einfach aus einem Objekt, was sich bereits in Memory befindet, holt und so weiter und so fort. Und diese ganzen einzelnen Ergebnisse der ganzen einzelnen Resolver, die werden dann sozusagen an den technischen Layer des GraphQL-Servers zurückübergeben und der übernimmt dann die Aggregation, also sprich das Zusammenstellen der ganzen einzelnen Ergebnisse in eine Struktur, die dann der angefragten Struktur entspricht und gibt das Ganze dann zurück. Also wenn man so will, werden ganz viele lauter kleine einzelne Anfragen ausgeführt. Das Ganze wird aber in eine einzige GraphQL-Query sozusagen verpackt. Man könnte sagen, eine GraphQL-Anfrage ist quasi Multiplexing für eine ganze Reihe von API-Aufrufen. Jetzt ist der Punkt, dass natürlich, wenn für jedes einzelne Feld ein Resolver aufgerufen wird, gerade um bei dem Beispiel mit den Stammdaten zu bleiben, das natürlich sehr, sehr ineffizient wäre, für jedes Feld einzeln eine Datenbankabfrage auszuführen. Und da kommen jetzt zwei Effekte ins Spiel, mit denen man GraphQL-Abfragen extrem beschleunigen kann, beziehungsweise mit denen GraphQL-Abfragen extrem beschleunigt. Der erste Punkt ist, dass Resolver nach Möglichkeit parallelisiert ausgeführt werden. Also solange nicht ein Resolver eine Abhängigkeit auf einen anderen Resolver hat, können diese Resolver ja durchaus gleichzeitig ausgeführt werden und die Ergebnisse werden nachher dann einfach zusammen aggregiert und dann gemeinsam ausgeliefert. Das ist natürlich viel, viel schneller, als wenn die Resolver sozusagen peu à peu serialisiert ausgeführt werden müssten. Das Ganze funktioniert aber halt nur bedingt, also bei vielen einfachen Feldern ist das natürlich erstmal der Fall, aber spätestens wenn Relationen ins Spiel kommen, dann wird das Ganze nicht mehr so einfach. Dann muss natürlich unter Umständen auf den Resolver gewartet werden, der sozusagen das eine Ende der Relation darstellt, damit dann von dort aus die Verknüpfungen aufgelöst werden können auf weitere Resolver. Das heißt, die Parallelisierung hat ihre Grenzen. Der zweite Punkt ist, jeder Resolver erhält das Ergebnis des übergeordneten Resolvers, falls das schon vorliegt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Stammdaten, den Vornamen, den Nachnamen einer Kundin oder eines Kunden anfrage, dann läuft zunächst der Resolver, der die Kundin oder den Kunden holen soll.
Und wenn dieser Resolver bereits den Datenbankzugriff erledigt, dann habe ich ja bereits das komplette Kundenobjekt. Das heißt, um zu verhindern, dass für das First-Name-Feld und für das Last-Name-Feld jeweils eine Datenbankabfrage ausgeführt wird, wird das geladene Objekt an diese beiden Unterresolver übergeben, die dann dort rein in Memory nur noch das jeweilige Informationshäppchen sozusagen herausziehen, was dann zurückgegeben wird, woraus dann schlussendlich das Ergebnis zusammengebaut wird. Das heißt, das Ganze durch Parallelisierung wird versucht, das Ganze möglichst kurz zu machen, dass es eben möglichst viel gleichzeitig passieren kann. Und durch diese Weitergabe von bereits vorhandenen Ergebnissen wird eben versucht, dass man unnötige Datenbankabfragen oder unnötige API-Abfragen entsprechend vermeiden kann, dass das Ganze eben wirklich sehr, sehr effizient läuft. Und damit kann man dann eben auch einzelne Felder aus einem einzigen Objekt auslesen und das Ganze ist eben trotzdem noch effizient, weil das Ganze mit einem einzigen Datenbankzugriff erledigt sein kann. Und das ist im Prinzip die Art und Weise, wie Resolver in GraphQL funktionieren. Dass diese Resolver synchron sein können, dass sie asynchron sein können, versteht sich von selbst. Ansonsten wäre ja der Zugriff auf externe Ressourcen, beispielsweise in Node.js, nicht möglich. Aber im Grunde genommen ist das die Art und Weise, wie Resolver funktionieren. So, jetzt stellt sich die Frage, jetzt wissen wir also, was GraphQL ist. Wir wissen, wie es clientseitig funktioniert. Wir wissen über die Resolver, wie es serverseitig funktioniert. Jetzt ist die Frage, wo liegen denn die Vor- bzw. die Nachteile von GraphQL im Vergleich zu REST? Wann sollte ich denn GraphQL verwenden? Wann sollte ich REST verwenden? Gibt es überhaupt Szenarien, wo ich noch auf REST setzen sollte? Und genau damit werden wir uns morgen am Donnerstag beschäftigen. Für heute möchte ich mich erstmal dafür bedanken, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Denkt dann daran, die Glocke zu aktivieren, damit ihr über neue Videos benachrichtigt werdet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Mittwochnachmittag. Bleibt gesund, passt auf euch auf und dann sehen wir uns morgen wieder zur gewohnten Uhrzeit. Bis dahin, macht's gut. Ciao.